Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video vom MMC-Zocker. Heute spiele ich wieder Clash Royale und ich mag euch ein gutes Deck für Arena 9 und Arena 10 vorstellen. Das ist nämlich dieses. Ein Pekka-Schweinereiter-Eisgolem-Deck. Ich habe letztens auch den zweiten Elektromagier aus der legendären Truhe gezogen, dass ich den jetzt auch endlich auf 2 habe. Dann habe ich hier Pekka drin, Schweinereiter, Eisgolem, Elektromagier, Kobolde, Fledermäuse, Sepp und Lightning. Ich zeige euch mal den Kampf. Hier. Ich habe in dem Kampf gegen einen Elite-Barbaren-Spieler gespielt. Und ich bin jetzt auch Level 10 aufgestiegen und er war noch Level 9. Ich habe ja angefangen mit einem Eisgolem-Schweinereiter-Push. Mein Schweinereiter hat 2 Hitze bekommen, trotz Prinzessin und Mini-Packer. Jetzt kam er aber mit Prinzessin, Mini-Packer und Schweinereiter. Das war nicht gut für mich, aber dann setzt sich mein Packer. Der kann erstmal alles umbringen. Jetzt läuft der Packer da lang. Ich spare noch ein bisschen auf meinen Elektromagier und meinen Sepp. Setze ich den Elektromagier da hinten. Jetzt kommt eine Skelettarmee. Die knalle ich weg. Die Valkyrie stirbt jetzt auch. Der Packer tankt für den Elektromagier. Der Elektromagier ist am Turm und der Packer macht Schaden. Der Elektromagier ist am Turm, der Packer ist zwar tot, aber der Elektromagier hat da noch guten Schaden rausbekommen. Jetzt setzt der Prinzessin Elite über Bahn. Ist jetzt mein Eisgolem und die Fledermäuse und Kobolde. Da waren die Elite über Bahn dann noch direkt tot und die Prinzessin auch. Dann setze ich einen Elektromagier gegen den Elektromagier. Setz noch meinen Schweinereiter. Hier kann ich die Schildarmee ganz schnell wegseppen und hol den Turm. Und mache am Mittleren jetzt auch nochmal relativ guten Schaden. So, jetzt ist noch 1:10 zu spielen. Und ich musste jetzt halt nur noch versuchen zu verteidigen. Und das musste ich nochmal gucken, weil er hat noch Schweinereiter und Elite-Überbahn hat er nämlich gespielt. So, jetzt kommt er mit einer Valkyrie auf der Seite und einem Schweinereiter auf der Seite. Dann setzt er noch einen Mini-Packer hinterher. Das bringt ihm aber nicht viel, denn alles ist schon direkt tot von den Fledermäusen. Jetzt noch ein Eisgolem und ein Schweinereiter. Da kommt ein Elite-Barbaren, da säbe ich die Skelette weg. Und ein Packer kann die Elite-Barbaren dann noch schnell umbringen. Jetzt kommt er schon wieder mit einem Schweinereiter. Aber das Gute ist auch, man kann hier bei dem Deck immer wieder auf einen Schweinereiter und auf einen Packer cyclen, weil das echt saugünstig ist. Bis auf den Packer und den Lightning. Hier setze ich einen Schweinereiter, der kriegt jetzt nochmal 2 Hits raus. Hinten seppe ich die Skelettarmee weg. Mein Packer ist am Turm. Jetzt muss ich nur noch links Kobolde setzen, rechts ein Eisgolem und Fledermäuse. Das Spiel war gewonnen. Er kam noch mit einem Schwein, ich kam noch mit einem Schwein. Ich hätte auch noch höher gewonnen. Das war das Deck. Das ist ein sehr gutes Packer-Schweinereiter-Deck. Gegen Luft hat man halt nur Elektromagier und Fledermäuse, gelegentlich auch noch Lightning. Ja, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut rein und ciao!